Mein Ball rollt über den Teppich weg. Noch ein Mädchen, dann bin ich dran. Ich spüre den besorgten Blick meiner Trainerin. Ich schaue zu ihr rüber. Ihre Augen sagen mir, jetzt ist nichts mehr zu ändern. Noch einmal hole ich den Ball. Atme durch. Werfe. Fange. Blicke zu meiner Trainerin. Sie nickt, nervös. Ich gehe auf den Teppich zu. Es ist soweit. Jetzt interessiert niemanden mehr, wie viele Stunden ich trainiert habe, wie oft was geklappt hat oder nicht. Jetzt zählen nur 1 Minute und 30 Sekunden. Ich kann das Publikum und Kampfgericht begeistern oder versagen. Ich verscheuche diesen Gedanken. Es muss klappen, es muss. Rhythmische Sportgymnastik. Tägliche Überwindungen, hartes Arbeiten an sich selbst. Für welchen Wert? Für eine Medaille? Für einen Titel? Nein. Der Sport hat in meinem Leben sehr viel bewegt. Ja, ich habe viel gearbeitet und mit Zeit, Kraft und Geduld bezahlt. Das ist ein Teil von mir. Denn mit jedem Tag wird das Gefühl für meinen Körper immer stärker und ich fühle mich frei und glücklich, wenn ich tanze. Ich höre die Musik und versuche mit meinen Bewegungen den Zuschauern dieses Glück, das ich in diesem Moment empfinde, weiterzugeben. Sie zu berühren. Ich wische meine feuchten Hände ab, höre die Durchsage. Die nächste Übung mit dem Ball sehen wir von Elna Resnikova von Nürnberg Süd. Ich atme tief aus, trete auf die Fläche. Jetzt bin ich hier. Ich mache das, was ich kann und liebe. Das bin ich.